willkommen zurück bei Professor Layton und die Maske der Wunder. Wir suchen immer noch Rätsel, weil es sind unendlich viele. Und ich weiß überhaupt nicht, wo ich die noch finden soll. Und ich bin verzweifelt und der Hase zeigt mir immer nur Hinweismünzen an, die ich noch irgendwo vergessen habe. Also, reden wir mal mit ihm. Du hast ja gesagt, du hast noch ein Rätsel für mich, nicht wahr? Drake. Oh. Sechs, zwei, acht, vier, null, fünf, null, fünf. Vier, acht, zwei, sechs. Acht, eins, vier, sieben. Zwei, vier, sechs, acht. Zwei, vier, sechs, acht. Zwei, fünf, acht. Eins, vier, sieben. Sechs, null, vier, acht, zwei. 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9. Oder? Ah! Das Rätsel war witzlos, Typ. Aber ich mag sowas total. Durchaus fordernd. Das will ich zugeben. Durchaus fordernd. Tja, wie oft ich sie rotieren lassen musste, ist doch egal. Aha, mhm. Keine Richtlinien. Aha, sie arbeiten gerne. Mhm, aha. Sonst noch was? Drake! Sie hier, Herr Polizist. Was machen Sie eigentlich hier? Einarmiger Bandit, hurra, ich habe ausgesorgt. Yeah! Echt jetzt? Du hast den Jackpot geknackt? Gib mal was ab, Dude. Habe ich eigentlich die Stoppuhr gestellt? Nein, habe ich nicht. Also, 7, 14, 21, 22. Von 22 auf 34 fehlen noch 12. 7 und 16 sind zusammen. 23. Von 23... Von 34 auf 23 fehlen noch 11. Also müssen wir schauen, dass wir aus zwei Zahlen 11 zusammensetzen können. Neun und zwei. Vierzehn und neun sind... 23, 24 minus 23 sind wieder 11.
16. 34 minus 16 sind 18. Also 13 und 5. Also 11 plus 13 plus 8 sind 34. Das geht schon mal nicht. Also 11 plus 5 plus 8 sind wie viel? Also 19... es sind 24. Da fehlen genau die 10. 11 plus 13 sind 24, plus 6 sind 30, plus 4 sind 34 und hier unten müsste es dann auch stimmen. 10, 25, 31, 34. Also. So sollte es klappen. Das war ein wahres Vergnügen. Ja, gell? Ah ja, ihr immer mit ihrem Glücksspiel. Darüber haben wir erst letztens geredet. Also ich leite ja eine Jugendgruppe und das letzte Thema war Drogen. Und im Sinne von Drogen kamen wir halt auch auf die anderen Suchtarten. Und wir haben einstimmig entschieden, dass Spielsucht auch wie eine Droge ist. Du, da ist bestimmt noch ein Rätsel. Für uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die Punktzahl, die vor mir liegt, beläuft sich auf 45. In ihrer Seite her betrachtet, kommen sie auf insgesamt 31 Punkte. Ganz klar, ich gewinne. Habe ich jetzt gleich viele? Komme ich auf 45 jetzt? Nee. Aber wenn ich die umdrehe. Los, ich bin dran. Nein, okay. Wie ist denn das passiert? Tja, ist halt passiert. Wow, Rätsel 86. Vor allen Dingen, warum war ich hier noch nie? Ist ja krass. Also, es müssen auf jeden Fall, ich denke, dass es, vielleicht muss ich auch beide umdrehen. Los, ich will es lösen. Es liegt auf jeden Fall an den beiden Karten, schätze ich. Was habe ich denn übersehen? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht sind es auch nicht die zwei Karten. Aber ich dachte. Los, ich will es lösen. Ich will es lösen. Ha, ganz leicht. Hm.
Wow, sogar noch eine Kuriosität. Okay, wow. Ich glaube, ich war hier noch nie. Hase, hattest du noch was? Nee, gell? Kein Rätsel mehr zumindest. Auf der Gruselkirmes. So, was sagt die Uhr? Ach nee. Keine Ahnung. Ich finde die Rätsel voll blöd. So sollte es klappen. Das war komplett geraten. Das war ein wahres Vergnügen. Ja, total brillant. Sonst noch was? Nein. Gut, mehr im nächsten Part. Tschüss.